Okay, wir gucken mal rein. Wir gehen in die lostesten und lustigsten Clips aus dem... Und wir müssen mitentscheiden, welcher von denen halt der lustigste ist. Der kriegt ja, halt... Fall. Es geht nicht also, nur um den lostesten, sondern auch um den lustigsten. Welcher Clip den größten Impact hatte? Wir, guck mal, wir geben 4 Stück vor. Okay. Und diese 4 werden abgestimmt im Chat. Wir machen Skala 1 bis 10 immer, wir beide, nach jedem Clip. Und dann haben wir so eine Tendenz. Geil. Okay, mach. Geil. Amar wollte YouTube-Ansage machen, Eli unterbricht dann. Alles gut, Chat, ey. Ach so, wolltest du YouTube-Ansage machen? Dann mach. Was? Ach so, du machst ja immer im Stream die Dinger. Siehst du? Hey, so weit Bro, bin ich gar nicht. Bro. Dann mach. Ey, ich fasse zum ersten Mal deine Glatze an. Die ist heute nicht rasiert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Hier mit Eli Jella. Wir sind durch mit dem Turnier. Freunde, wie viele Likes? Wir wollen... Wie viele Likes macht man so? 70k. Chat, wie viele Likes? 70.000 Likes, Chat. Machen wir mal 10.000 Likes, das ist realistisch. Na. 10.000 Likes ist realistisch. Na gut, okay. 10.000 Likes wäre krass, wäre konk. Wir reagieren auf die lostesten und lustigsten Clips. Dafür gibt es 500 Euro aus unserem Eli Geller und Amar Turnier. 20.000 Dollar gab es zu gewinnen. Jetzt nochmal 500 für den lostesten, lustigsten Clip. Digga, lass uns doch Giga mit rein. Digga, ich habe damit kein Problem, dann hol ihn rein. Herz rein für Dings da. Er geht offline, okay. Alright, Chat. Aber es gibt ja auch, glaube ich, schon einen Favoriten, ne? Ja, wir gucken uns das an. Eigentlich es ist Daniel Slumgott. Chat, gibt es Pets in Public? Der ist. Der ist TikToker, ne? Oh, gibt es Pets in Public? Hä? Pets? Jump Pets? Natürlich gibt es diesen. Ich gebe dir 500 Euro, okay? Hä? Natürlich, Digga. Natürlich gibt es Jump Pets. Wir brauchen eigentlich Auto. Natürlich gibt es Jump Pets. Ja, deswegen habe ich die Fragen nicht verstanden, wenn du so gemeint hast, hä? Nein, oh mein Gott, nein. Das ist der Nicht-Bauen-Modus, Bro. Wieder von denen? Könnt ihr? Du musst eigentlich selber bauen. Hallo? Oh Gott. Warte. Oh Gott. Ich komm nicht hoch. Oh nein! Ich kann nicht hoch. Spring einfach, ich bin Doppelkick. Genau so. Drop mir Metal. Digga! Aber warum spielt man so mit Maus und Tastatur? Wenn man so mit Controller ist, ist es halt einfacher, ne? Mit Controller ist es deutlich einfacher, hä? Oh mein Gott. Genau deswegen meinte ich auch sagen. Ja. Kill ihn um, wenn du kannst. Einfach rein. Scheiße. Geht nicht, er ist im Auto. Lass ihn drin. Lass ihn drin, oder? Der kann nur reinschießen. Lass ihn drin. Du machst das Team. Das muss aber gleich runter. Fuck, Alter. Da machen wir unbedingt den Clip. Wir müssen aussteigen. Oh. Oh, oh. Das war Leon Flairs, das war das Ding. Das, er hat dadurch den Win geholt, ne? Ja. Also in den zweiten Platz, aber er... Digga, er hat, das war geisteskrank. Ich lasse ihn mal einfach offen. Ja. Den bewerten wir einfach mal später, ob das dazugehört oder nicht. Das war einer der besten Plays in diesem Turnier. Bruder, vor allem auch in was für einer Situation, weil die alle drei da oben waren, der hat die so geknallt, Hilfe. Also es war ein kranker Clip, einfach so. Ja. Hättet ihr das auch in der Situation so Also ich hätte so gemacht, ja locker. Auf die Idee gekommen, ja, dass ihr schon echt Five hätte, ne? Das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Ja, natürlich, du wusstest nicht mal, wie man Discord bedient, bitte. Komm, spiel mal den Clip. Ich habe hier diese ganze Technik hier gemacht. Das stimmt. Ich habe alles hier gemacht, die ganze Technik. 17 Monitore. Der Mann hat hier wirklich 57.000 Monitore. Oh, da hat das Hitler gesniped, glaube ich. Erinnere ich mich noch dran. Die holen wir alle, komm, Shieldcrack. Alle da. Da ist noch einer. Oh mein Gott, der Quickscore aus der Hölle! Schieß die Wand kaputt! Das war ein sehr geiler Snipe. Aber Turnier, Play des Turniers, weiß ich nicht. Aber war halt ein geiler Snipe. Lauf nach rechts. Du musst nach rechts laufen. Nach rechts, Dir nach rechts laufen. Nach rechts. Digga, das kann nicht. Jungs, ich weiß nicht, was ich machen soll. AirPods, Leinwand. Aber er schafft. Und jetzt wird abgeknallt. Roter Marker rechts, roter. Bruder, da. Okay, Tamar. Geradeaus. Lauf da einfach vor. Ahmed, bist du tot? Direkt vor dir. Ich stehe vor dir. Kannst du pushen gehen? Vor mir? Ja, direkt vor dir. Ich sehe niemanden. Weiß einer, ob auf Controller oder? Der spielt selbst auf Controller, oder? Er muss auf Controller spielen, sonst bin ich verloren. Digga, die sind vor Vadial gekommen, ne? Die sind vor Vadial und Sascha und Orange Momish gekommen. Dieses Team wurde 15. oder so, Chat. Wie sind die 15. geworden? Die Digga, die wurden 15. Digga, das war krass, weil es auch so lange ging. Weil es auch so lange ging. Das ist Comedy Gold. Das war krass.
Also das kommt erstmal auch weiter, ne, würde ich sagen. Ja, das kommt auf jeden Fall weiter. Das kommt weiter. Ist geil, das ist geil. Das haben wir gesehen. Ja, das haben wir schon. Bruder, aber was hat er sich denn gedacht, hä? Ich bin tot. Ach, er wollte ins Wasser springen, aber du siehst es doch trotzdem. Ja, ich bin nicht ins Wasser. Nice. Das war schon auch gut scheiße. Das ist schon echt gut scheiße. Krassere Clips halt. Das ist einer der Favoriten. Das ist einer meiner Favoriten, den habe ich heute gesehen auf Twitter und den habe ich sogar retweetet, weil ich den echt scheiße fand. Also, da, guckt euch das mal jetzt an, Chat. Guckt euch jetzt diesen Lachs an. Das ist schon sehr krass. Warum haben die auch alle keinen Game Zone? Das verstehe ich nicht. Verrückt. Nein, nicht aussteigen, komm rein. Ich muss verstecken. Nee, du musst nochmal bitte schnell zurückspielen. Ihr müsst euch überlegen, die sind im Auto, Freunde. Haben alle 200 AP. Die haben alle 200 AP. Keine Gefahr, da sind Leute neben denen, aber die können das Auto abschießen, die sind eh weg. Warum? Also, ne? Die müssen nicht aussteigen. Und jetzt kannst du es mal machen. Und guck dir sein Headset an. Ja, und guck dir sein Headset an. Sein Headset kommt dazu. Ja, ja. Das sieht aus, als wenn er dir im irgendeinem Callcenter. Bei Burger King einfach eine Bestellung auf den Finger. Hallo, willkommen bei Burger King. Oder im Callcenter irgendwie. So, und jetzt, warum steigt er aus? Warum steigt er aus? Ja, okay, will jemanden abschießen? Warum steigt er jetzt aus? Zack. Nein, nicht aussteigen, komm rein! Ich muss verstecken. Er muss sich verstecken. Dann kann er jetzt reingehen wieder ins Auto? Hamid, komm rein! Hey Bruder, was machst du, Hamid, Digga? Ich bin drinne. Du fährst! Oh, komm! Digga, Hamid! Komm doch! Auch Wake so geil. Bist du schlecht, Digga! Upsi. Ja, da fehlt noch übelst viel. Wow. Kein so. Also dieser. Da der ist Clip noch, reicht nicht. Nee, der reicht nicht. Da ist noch voll viel passiert. Du hast gerade kurz Zeit. Also auch wenn du Corona hast, ne? Okay, also Herr Anwalt, schau mal. Ich bin gerade im Stream, ja? Und wir spielen gerade ein Fortnite-Turnier, okay? Hat er den Anwalt angerufen? So. Was spielt ihr? Ein Fortnite-Turnier und 20.000 Euro, ja? So. Dollar. Und es gibt die Regel, keine Kills mit dem Auto, weder von den Pros noch den Content-Creatern. Jetzt hat mich aber ein Content-Creator mit dem Auto überfahren und es ist in den Regeln drin. Ja, ist das Problem, dass das Spiel ja jetzt nicht neu gestartet werden kann. Ja, aber er hat es ja getan, er hat mich ja überfahren, das darf er nicht. Ich werde die nächsten Runden einfach spielen, aber ich denke mal, das ist ein Turnierausschluss, oder? Auch wenn der gerade Erster ist, dann muss der, du als Anwalt, wirst du mir dazu stimmen, oder? Naja, ist auf jeden Fall ein Regelverstoß, ja. Wofür er eine Strafe bekommen sollte, ob er mal die Idee gleich rausschreiben muss. Der hat den Anwalt angerufen. Aber ist auf jeden Fall ein Regelverstoß, ja. Der Herr Anwalt ist ein TikToker, 5 Millionen Anrufe. Ach so, ich dachte, aber er hat seinen Anwalt angerufen. Das ist auch sein Anwalt. Wirklich? Ja. Lol. Wenn er schlau ist, der Anwalt, dann nimmt er das ihnen in Rechnung. Kann man machen. Er könnte ihnen das in Rechnung eigentlich nehmen. Herr Anwalt, doch, ich kenne ihn von TikTok. Okay. Ist ein geiler, also ist eine sehr lustige Sache. Also ich sag mal so, es ist eine sehr lustige Situation, aber es ist ja nicht aus dem Game heraus entstanden. Das höre ich den Raum. Ja. Aber auch, weil es Revi ist und weil er halt mein Boxgegner ist. Ja. Angelina, zeig, was du drauf hast. Ah, das war das. Achso, ja. Ja. Aber das ist bei übelst vielen passiert. Das ist bei sehr vielen passiert. Oh nein. Na, das ist käsig. Digga, die kommt da auch nicht raus, das ist so krank. Und dann stirbt man. Ohne Sinn. Digga, das ist bestimmt locker bei 8 Leuten passiert, ne? Mindestens. Ja, das ist echt kacke. Nein. Das tut mir auch sehr leid. Lauf da rein, lauf da einfach rein, lauf rein. Eldos. Ach, jetzt wird der Eldos, ne? Das ist alles so unübersichtlich. Oh, fuck. Ja! Vor allen Dingen, ich hab Omer zum ersten Mal jemanden so doll beleidigt gehört. Und dann ist es Eldos, ja. Der ist schon. Hommet! Hommet hat seine Mutter gewusst! Hier, Hommet, nimm Mini! Hä, Digga, warum sind die so gemein? Sein Fenster ist auch noch geöffnet. Lustiger Clip, bleibt erstmal drin. Lustig, bleibt erstmal dran, würde ich sagen. War halt, auch einfach sein erster Kill, so, ne? Ja. Und war auch der letzte. Achso, hier. Der war auch lustig. Wo seid ihr hier? Wir können auf Highground, landet auf Highground! Ich hab Highground, kommt doch! Ich find's halt so geil, weil er sich wirklich anstrengt, Freunde. Omid versucht wirklich. Ich bin auf Highground, ich stehe einfach auf Highground. Er versucht wirklich so zu spielen halt, ne? Aber ich versuch gerade hochzulaufen. Guck mal auf, dass der Bernd. Das muss ich jedes Mal sagen, weil das verstehen die Leute nicht. Warum baut er da Wände? Da hinten, da kommt doch keiner mehr her, Mann! Ich fuck mich ab, Digga. Guck mal jetzt den Edit. Dummkopf, Digga. Guck euch den Edit an. Digga. Wo. Bruder, ich bin dead. Ah, da, ich. Fuck! Ich bin dead. Welchen fandest du besser? Den ersten, glaube ich, oder? Ja? Ja, oder? Boah, die sind beide schon hart. Die sind beide scheiße so, ne? Lass sie erstmal beide. Ja, lass sie erstmal beide so. Nicoletta, zeig, was du drauf hast. Miki ist da drinnen. Naja, das war witzig. Bei der Tankstelle. Glaube ich. Oder nee, aus Mikis Sicht war das richtig hinter geil. Hinter der Tankstelle. Aber die, oh, die sind auch da, die sind da, die sind da. Schweizerreicher. Die sind da. Nicoletta, du musstest da deinen Gleiter auch machen, nicht landen.
Mann, gesagt, er lässt mich nicht in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer war das? Micky. Das war Micky. Das muss man aus... Digga, das muss... Oh, trauriger Blick. Was hat er gemacht? Er hat seine Mordgewack mitgebrochen. Doch, Schweizerin, oder nicht? Oder nee, ist ich weiß es nicht. Hat er sie beleidigt? Ich glaub ja. Guck sie an. Oh, Nicoletta, die Arme. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Hat sie geholt? Also. Oh, Nicoletta! Richtig. Ja, wo ist sie hin? Ja, wo ist sie hin? Nicoletta! Das ist geil. Nicoletta! Stehen bleiben! Brechen! Zack! Warte, komm hier. Knack! Ja, Nicoletta. Für mich 10 von 14, Digga. Bei mir war super, ehrlich. Der war super. Ja, der hat ja wenig. Was war das denn? Der hast du das. Ja, ja. Ja, ja. Ich f*** mit dir! Guck mal, wie er überlegt, das zu sagen. Die finishen mich, die finishen mich. Oh. Aber das ist, wenn Frauen ja, rage, ne? Ja, so ist, wenn Frauen rage. Das ist aber lustig. Also. Ah ja, Klassiker. Oh, er hat einen. Hä? Er hat einen Kill? Aber der wird wiederbelebt. Er hat Nasim geholt. Und dann so Kaugummi ist ja das Schlimmste. Digga, wie heißt dieser eine Typ-Chat, der so ein bisschen aussieht wie so ein Comic und wo sein Headset dauerhaft übersteuert? Der Breite? Nein, das ist ein übelster. Also, der ist sehr dünn. Lass mich doch in Ruhe! Aber ich ahne. Machen wir nochmal. Digga, wie laut. Digga. Wie laut. Warum fuckt ihr mich ab? Lass mich doch in Ruhe! Digga, dein ganzer Kartisch kaputt. Aber wir haben mit der flachen Hand, ne? Deswegen war's so. Digga, da ist der einmal gut durchgebrochen, das Ding. Digga, die Füße. Guck dir die Füße an. Guck, wie hässlich die Füße aussehen. So leicht kann man nicht zum Lachen bringen. Diese hässlichen Füße, Digga. Was ist denn das? Hä, aber was ist da jetzt passiert denn? Weiß nicht, lass mal zuhören. Warte, ich markiere die. Bei dir, dieses Seil. Hä, wo siehst du hier ein Seil? Hier. Hier, meine Markierung. Oh. Ah, okay, ich hab nichts gesehen, hat nichts gesehen. Wo sind die? Hab ihn! Digga, ihr müsst euch das überlegen, Chat. Du darfst niemanden killen mit dem Auto. Hab ihn! Er rennt, er fährt da rein und freut sich so krass, dass er ihn geholt hat. Das ist so, als wenn du einen Elfer verursachst und dich richtig krass freust, dass du ihn umgegrätscht hast. So, das ist einfach Quatsch. So. Nein. Weißt du, was der Vergleich ist? Was ist der Vergleich? Wenn du auf dein eigenes Tor zuläufst und dort ein Tor schießt und sagst, hab ein geiles Eigentor. So. Ich hab ein Tor. Oh mein Gott, ich hab ein Tor. Deswegen, das ist so gloss gewesen. Aber machen wir nicht rein, ne? Nein. Okay. Aber war ein guter Schmunzler. Ja. Oh, perfekt. Oh, das war krank. Das war auch scheiße. Das war krank. Das war sehr lost. Guck mal, wie lange er braucht, um das... Ne? Und dann nimmt er ja noch Fallschaden gleich mit. Chat, guck ich jetzt an. Wie blöd kann man sein? Ich hab hier eine Pistole. Also ey, so eine ich sterb hier noch. Ne, ich hör auf damit. Okay, Jungs, ihr müsst die Items da mal wegbringen. Hat ja keinen Sinn. Digga, das ist ja... Digga, das ist schon... Das ist schon krass gewesen. Also, das war auch schon echt scheiße. Top 10, also safe. Ja. Bleib stehen! Das war so krass. Schade, er sagt sogar noch schade, Fly. Oh. 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 Super! Digga, Fly und Flopper! Ja! Fly, der Beste! Fly! Das passiert, wenn ihr euch mit dem Krieger einlässt! Hat sich ein bisschen wie Elders angehört. Du hast den Helos noch geschafft! Warte, ich muss ihn bitte finishen, ist ganz wichtig, ja? Ich hab hier genockt. Nicht töten. Das ist gut. Digga. Das finde ich, also, so eine Salzigkeit braucht man in einem Turnier. So eine Salzigkeit finde ich geil.
Woher kommt denn dieser Kalb jetzt, Bruder? Was ist das? Wollt ihr mich verarschen, Bruder? Warum werde ich jetzt von Hunden angegriffen? Es reicht doch irgendwann, Bruder. Jeden Tag kommt irgendwas Neues. Woher kommt der Hund? Woher kommt diese Malo-Musik jetzt auf einmal? Aber er hat doch immer so viel Pech, ne? Er hat immer so viel Pech mit John Wick, mit dem Wolf. Der bleibt drinnen. Gedrückt. Digga, wer. Oh. Wer ist Get Rigged? Wer ist das? Wer ist das? Noch nie von dem gehört! So viel Salz, Chat. So viel Salz hier drin. Digga, Rewe hat auch so viele beleidigt an diesem ganzen Turnier. Der vom Monte, dieser Rick? Ich glaub schon. Digga, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein Random. Hey, wie viel Follower hat Get Rigged? Monte, dieser Rick. Ist das kein eigenständiger Mensch? Ist mein Pokalclip dabei, zählt der? Wir brauchen die Clips, die müssen hier reingesendet werden, Mickey. Das war geil. Das fand ich richtig geil. Okay, mach mal. Persönlich. Also doch, vielleicht kann er hoch. Kannst anschießen, das ist weit. Oha. Sascha, geh rein. Du kannst die Runde holen, Bro. Sascha. Oh mein Gott, wir haben den Ebenen! Was ihr alle schreien wollt! Oh mein Gott, was ist denn gut? Merkt euch diesen Scheiß da! Stanley, wo bist du? Was für ein geil Mensch! Komm auf den Bus, was ihr da ist! Da ist der Will! Zur Zeit! Wie sein Headset wegfliegt. Digga, das ist so geil. Ja, das bleibt drin. Das aber hoffentlich hat er den Clip reingesendet, wo er so wirklich so 45 Sekunden und ja, wirklich? Das ist das? Okay, das rein. Ist so geil. Ja, Jungs, ihr seid im besten Stream. Danke für die Einladung. Ihr sitzt da richtig geil da mit euren Headsets, mit dem Mikrofon. Die Qualität ist geil, der Tag ist geil, der Stream ist geil. Macht das nächste Mal 5 Tage, ladet uns ein und wir drei sind nochmal im gleichen Team. Und wir machen hier richtig Rambazamba vorne mit Solution und mit Nikolas. Nikolas macht TikTok, Mann. Der macht einen Podcast, der macht ein Buch. Auf einmal kann er Fortnite. Ich mache einen Song, 5 Jahre komme ich wieder. Durch das Turnier gehe ich auf Rote 1 im Team. Und ihr entscheidet da draußen, wer die 500 Flocken mitnimmt. Ist egal, ob die Person das mit seinem Team teilt oder mit irgendjemand teilt oder gar nicht teilt, weil die Person hat das Ding ja gewonnen. Ja. So. Also bis jetzt, Chat, ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Sascha hat genug, ist der Erste mit 10%. Gigant hat 24%. Miki hat 42%. Ja. Omed hat 7%. Und Sascha Win, der letzte Clip, hat 17%. Guck mal, der Sascha Win hat mehr als dieser Sascha, wo er so die ganze Zeit geredet hat. Das fand ich sogar auch lustiger, muss ich sagen. Ich glaube, hätten wir jeden Clip nur einmal gesehen, würde es ein bisschen sogar anders aussehen. Das Ding ist durch. 43%. Ja, warte doch ganz kurz. Ja, das sieht man doch. Aber ich hätte den auch gewinnen lassen. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte das Ding auch. Ich hätte es, glaube ich, auch so gemacht. Also wir Real Talk, gewonnen, das ist der Witzigste. 43%. Ich hätte den, glaube ich, auch abstimmen lassen. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, ich habe ja gesagt, dass ich mir das Geld mit Nicoletta teile. Einmal brechen ist schön, zweimal brechen ist schöner. Ich behalte die 500 Euro. Was? Digga, was? Das ist ein Spaß. Einmal brechen ist schön, zweimal brechen ist schöner. Das wäre aber... Ich muss ganz kurz, Real Talk, das waren so geile Clips. Das waren sehr geile Clips. Dinge. Also holy Dinge. Shit. Das vor allen waren sehr, sehr geile Clips. Wirklich, auch richtig geiles Turnier. Ich muss aber sagen, dass mein Clip mit Nicoletta, also zu Recht, aus beiden Sichten, aus meiner und ihrer, für mich... wirklich ein 10 von 10 Clip war. Ja, weil ihre Reaktion darauf auch so nice war, auf dieses Knack-Denk. Knack. Aus ihrer Perspektive, wie das Knack. Aussieht. Dass das Knack. Aber wie dieses Männchen, ja, genau. Das ja, zerknackt, genau. Ne? Das ja, fand ich das so geil. Ist auch gut, dass du es gebindet hast. Ist sehr gut, dass du es gebindet hast. Natürlich ja. Habe ich das gebindet, aber natürlich. Also war es schon echt ein super Clip. Und herzlichen Glückwunsch, ihr beide mit den 250 Euro jeweils. Ja. Jawohl, so muss das. Chat, Adele oder Dings da? Lonely kenne ich die Lyrics besser, muss ich sagen. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you know me.